besitzt ein Fantasy-Autor die fragwürdige Unverfrorenheit, die Leser mit einer eigens entwickelten Sprache zu behelligen, entsteht unweigerlich die Frage nach der Aussprache dieser neuartigen Mundart. In den meisten Fällen ist dieser Punkt von geringer Bedeutung, denn die betreffende Fantasy-Sprache mag nur eine Handvoll Wörter ausmachen, die lässig im Lesetext eingestreut sind. Und diese mag doch jeder lesen, wie er oder sie möchte. Fantasiesprachen sollten immer nur Teil der Garnitur sein. Rücken sie zu sehr in den Mittelpunkt, muss man sich die Frage stellen, ob der Verfasser nicht den Fokus fürs Wesentliche verloren hat. Mein Versuch, Ledonisch oder das Duledon etwas mehr auszuarbeiten, als es eigentlich für einen Roman vonnöten wäre, hat allerdings nicht so sehr damit zu tun, dass ich um jeden Preis die Leser überlasten möchte. Es war ein Prozess oder eine Herausforderung, die ich lediglich für mich in Anspruch genommen habe. Und Ledonisch ist in der Romanvorlage nicht übermäßig präsent. Die hier und da eingestreuten Begriffe und einige ganze Sätze rechtfertigen eigentlich nicht den Aufwand einer Grammatik und eines Wortschatzes, der heute mindestens 400 Begriffe umfasst. Tendenz steigend. Wie gesagt, es war mehr etwas für mich als eine interessante Erfahrung mit der Struktur einer Sprache. Denn man lernt sehr viel Neues dazu, wenn man sich auf den Wahnsinn des Conlang einlässt, des Erfindens von Sprachen. Nun ist es aber so, dass wir im Internetzeitalter leben. Und hierbei scheint es ein führendes Merkmal zu sein, ständig einen Blick hinter den Vorhang unserer Denkprozesse zu bieten. Und so liegt es nahe, dass mein Spaß mit Duledon nicht eine heimlich-tuerische Beschäftigung bleibt. Willkommen in der ultimativen Geek-Zone. Dieses Video beschäftigt sich nicht mit Syntax oder Grammatik, sondern geht lediglich auf die ledonische Aussprache ein. Anhand von Wörtern, die auch tatsächlich im Buch vorkommen. Um die Aussprache zu definieren, braucht man zuerst ein wenig Klarheit über die Phonetik einer Sprache. Denn die Phonetik, also der Klang einer Sprache, wird selten durch die ledigliche Anhäufung aus lateinischen Buchstaben wiedergegeben. So heißt ja Nizza auf Französisch Nice. Und das Wort net auf Englisch lautet nice. Nice und nice haben miteinander nichts zu tun und obwohl ihre Aussprache grundverschieden ist, werden sie mit denselben lateinischen Lettern geschrieben. Deshalb gibt es auch ein phonetisches Alphabet, das zumindest eine internationale schriftliche Annäherung an den Wortklang darstellt. Hierbei sieht dann das französische Nice so aus, während das englische Nice so aussieht. Beim Duledon war es mir ein Anliegen, dass die Sprache eigentlich leicht aussprechbar ist. Denn meine Zielgruppe sind letztendlich Freunde der Fantasy und keine Linguisten. In der Welt der Sprachforscher und Conlang-Fans mag es üblich sein, bei der Erfindung einer Sprache sehr enge und sehr kreative Phonetikregeln zu präsentieren. Doch eine gänzlich unaussprechbare Sprache hat in einem Abenteuerroman nicht so viel verloren. Deshalb ist die Phonetik von Ledonisch nicht so arg anders als eine zentraleuropäische Sprache. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Ledonisch deutlich leichter auszusprechen ist als zum Beispiel Deutsch, Englisch und vor allem Französisch. Die Konsonantentabelle für das Ledonische sieht sehr überschaubar aus. Sie deckt sich zum großen Teil mit dem Deutschen, wenn auch zum Beispiel ein Mittellaut wie das deutsche Z komplett fehlt. Dafür gibt es einen glottalen Stopp, auf Deutsch auch stimmloser glottaler Plosiv genannt, oder einfach Glottisschlag. Das klingt kompliziert, doch der Sinn wird klar, wenn man genau hinhört. Nun ist es aber so, dass im Deutschen der Glottisschlag kein eigenes Phonem ist, sondern nur als ein sprachlicher Sonderfall vorkommt, um das Verschmelzen bestimmter Mittellaute und Vokale zu verhindern. Es soll ja Spiegelei heißen und nicht Spiegelei. Jener fast unhörbare Hauch vor dem Ei ist ein Glottisschlag. Spiegelei. Im Ledonischen ist der Glottisschlag viel präsenter, denn hier neigen gerade Doppellaute dazu, nicht vollständig zu Diphthongen zu verschmelzen. In der Linguistik nennt man das auch Kontraktion oder Synerese. Sprich, die Vokale E und U werden im Deutschen zu einem Eu zusammengezogen, so wie Heu nicht als Heu ausgesprochen wird, sondern als Heu. Das Ledonische wehrt sich gegen solche Kontraktionen. Spaß muss sein und so ganz leicht wollte ich es den Lesern dann auch nicht machen. Und wie wehrt sich Duledon gegen Vokalkontraktionen? Eben mit einem stimmlosen glottalen Plosiv. Zum Beispiel, das Ledonische Wort für einen Schriftsteller, Berichterstatter oder Historiker lautet Laki Amar. Hier treffen ein I und ein A aufeinander, doch sie verschmelzen nicht zu einem Ja oder Ia, sondern bleiben durch einen Glottisschlag getrennt. Laki Amar. Ich möchte dich nun nicht zu sehr mit der Phonetiklehre langweilen, außer das Thema interessiert dich. Dann schnell ab ins Wikipedia, denn dort wird sehr, sehr viel über Phonetik geschrieben.
Dieses Video soll mehr praktischer Natur sein und die Aussprache im Buch verwendeter Namen und Begriffe präsentieren. Hierbei beschränke ich mich nur auf ledonische Begriffe. Die zweithäufigste Sprache auf Neroe ist das Quantarisch oder, ledonisch gesagt, das Duquantar. Das ist eine ganz andere Sprache mit anderer Aussprache und sie spielt an dieser Stelle keine Rolle. An den Anfang stelle ich natürlich den Hauptnamen unserer Geschichte, Kalion. Die wichtigste Ausspracheregel hat mit Betonung zu tun. Es gibt zwei Arten von Betonungen im Ledonischen, eine starke und eine schwache Betonung. Im Ledonischen wird stets das vorletzte Vokal eines Wortes betont. Diese Betonung ist stets eine starke Betonung. Es gibt Ausnahmen, doch diese sind dann mit einem Akzent circumflex oder circumflex genannt markiert, für starke Betonung und einem akut für eine schwache Betonung. Dazu kommen wir gleich. Das vorletzte Vokal bei Kalion ist natürlich das I und da liegt auch die Betonung. Es heißt also Kalion und nicht etwa Kalion. Auch kann man hier die Weigerung zur Kontraktion beobachten, denn das I-O wird nicht etwa zu einem Jo, also Kalion, sondern bleibt getrennt, ähnlich wie der Name Maria nicht zu Maria wird. Wie stark nun dieser Vokaltrenner ausgeprägt ist, das bleibt freilich auch dem Leser überlassen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Leute, je höher in der sozialen Hierarchie sie sich befinden, dazu neigen, den Vokaltrenner, also den Glottisschlag, mehr zu betonen, während dies auf der Straße dankbar verschliffen wird. Das nennt man dann Sprachökonomie. Der Kontinent unserer Geschichte heißt Neroe. Hier verrät der Zirkumflex über dem E, dass die Betonung eine Ausnahme darstellt. Es heißt darum Neroe und nicht etwa Neroe. Auch verrät der Zirkumflex, dass dies eine starke Betonung bleibt. Sie ist auch wirklich unüberhörbar. Neroe. Als nächstes möchte ich die vorhandenen Reiche durchgehen und die ledonische Bezeichnung ihrer Namen. Kendare ist ein Beispiel für eine weitere Betonungsausnahme, doch diesmal nicht mit Zirkumflex, sondern mit einem akut gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Betonung auf dem letzten Vokal ist, aber es ist eine schwache Betonung. Kendare. Es heißt also Kendare und nicht etwa Kendare. Nun können wir eigentlich ohne Unterbrechung all die Begriffe, die in den Büchern vorkommen, durchgehen. Weitere Reichsnamen lauten Gorgonai, Ximante, Demene, Mandale, Tamare, Peleor, Argash. Im Falle von Argash ist die Betonung auf dem A am Anfang, denn dies ist das vorletzte Vokal im Wort. Gehen wir nun einige der Städtenamen durch. Zuerst die kendarischen. Denroen Tai, Shigma Levan, Sarka Loi. Nun die Städte in der Gorgonai: Sarangar, Dekara, Hoe, Sidhara, Edon, Dipa Eletion, Kanwe. Bei Kanwe finden wir den Umlaut E. Damit kommen wir zu der relativ einfachen Vokalaussprache des Ledonischen, das hier eine kleine, eher seltene Ausnahme hat, denn dies ist ein sogenannter ungerundeter, fast offener Vorderzungenvokal. Klingt kompliziert, doch im Deutschen ist das ein beliebter Laut. In Wörtern wie Bär, Märchen oder Spät. Also nichts Aufregendes. Im Ledonischen bezeichne ich diesen Laut als das eskalionische E, das aus der verschwundenen Sprache des versunkenen Reiches Eskalion importiert wurde. Im Ledonischen kommt das E nur in zwei Ausdrücken vor, eben die Stadtbezeichnung Kanwe und im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin Te. Es ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass sich außerhalb gehobener Kreise kein Gorkone oder Demeneer die Mühe macht, das E allzu deutlich auszusprechen. Also einfach nur Kanwe zu sagen, damit kommt man durchaus weiter. Kommen wir nun zu den Städten und Orten der Ximanti. Golte, Gudon, Mantigon, Tarka Loi, Kivante. Man kann in die Betonung ruhig eine leichte Verlängerung des Vokals hineinlegen. Die Silben im Ledonischen werden zumeist eher kurz ausgesprochen, doch man hat hier gewisse Spielräume, um die eigene Ausdruckskraft zu verstärken. Nun vielleicht noch die Stadtnamen der Peleori. Diara, Ekatea, Erat Lei. Und vielleicht noch die wichtigsten Städte in Tamare, zuerst die Hauptstadt Simaron, dann die Hafenstadt Kujdar und dann das Städtchen am Tinderchor Khorasan. Die beiden großen Stadtstaaten entlang der Südküste heißen Tavana und Hasgalte Ravine.
Nördlich von ihnen befindet sich das zentrale Gebirge von Neroe, bekannt als Edrion Massacre. Es wird deutlich, dass Ledonisch ein sehr stark rollendes R hat. In der phonetischen Tabelle wird es zweifach festgehalten, einmal als ein Trill und dann in Klammern als ein sogenannter Tap oder Flap. Die Aussprache als Trill, also Edrion, ist eigentlich richtig, aber je mehr man sich von den Roentai oder Kanwe entfernt, also zum Beispiel in Richtung von Ximante oder Tamare, wird das R etwas tiefer im Hals ausgesprochen und deutlich weniger gerollt. Edrion. Edrion, Edrion. Und nun sollten wir vielleicht zu dem Wichtigsten kommen, der Aussprache von ledonischen Namen. Fangen wir mit den Demeneern an. Doch hier muss man aufpassen. Demeneer sprechen Quantarisch und ihre Namen sind Quantarisch. Die Ausnahme bilden jene Leute, die in der Gorgonai geboren wurden oder dort in der Sklaverei gelebt haben. Viele von ihnen haben einen ledonischen Namen bekommen oder eine ledonische Verballhornung eines quantarischen Namens. Fangen wir mit Nelei an. Dies ist ein rein ledonischer Name, der Zukunft bedeutet. Nelei mag zwar eine Demenerin sein und hat tatsächlich den quantarischen Geburtsnamen Wianqi, doch ihr Vater Harada Dei hatte ihr sehr früh den ledonischen Namen Nelei gegeben. Weitere ledonischen Namen von Demenern lauten Carvelan, Catrel, Collodes, Lacriel, Sentel, Yukela, Menketes, Tagran, Tevelkan. Und nun zu den Gorkonen. Gelen Agressin. Hier kommen gleich zwei Konsonantendopplungen vor. Diese muss man in der Aussprache nicht beachten, da sie nur durch die Natur der zusammengesetzten Wörter zustande kommen. Weitere gorkonische Namen in unserer Geschichte. Empala. Gedion Gaan. Hier haben wir zwei gleiche Vokale, die aufeinandertreffen. Hier schlägt also deutlich der bereits erwähnte glottale Türstopper ein, denn es muss heißen Gaan. Ähnliches findet man auch bei dem Wort Ma'agr für Spinne. Kommen wir nun zu den Namen von Kendari. Belkar, Tevoi, Linederion, Dagian, Hordes, Kutaro, Tikus, Ostris, Miren, Nerit, Romordes, Tamligan, Taram, Jagmal. Eine gewisse Ausnahme zeichnet sich bei dem Namen Falomer ab. Die richtige Lesung ist durchaus Falomer, doch lese ich selbst oft Falomer. Falomer ist allerdings im Fürstentum Sibelin geboren, wo Sibelinisch gesprochen wird, was ein quantarischer Dialekt ist, der stark mit Ledonisch vermengt ist. Hier kann man es sich aussuchen. Ähnlich wie sich die Deutschen nicht entscheiden können, ob sie Cannabis oder Cannabis sagen sollen. Ich sage Falomer, einige Kendari würden mich da vermutlich korrigieren. Und schließlich noch die Ximanti. Etrimen, Fedion, Hedrick, Marmuk, Rigo, Tikret, Lekon. Hier kann man sehen, weshalb es in der lateinischen Umschrift ein I und ein Y gibt. Denn die Is werden recht weich ausgesprochen, während ein Y ein sehr hartes I ist. Also tief aus dem Hals gesprochen. Lykon. Aber keinen Umlaut bitte, also nicht Lykon sagen, sondern Lykon. Zum Schluss möchte ich noch den kurzen ledonischen Text lesen, der sich auf der ersten Seite des ersten Bands von Kalion befindet. Hier kann man gut die gezeigten phonetischen Regeln zum Ausdruck bringen und bekommt ein wenig ein Gefühl dafür, wie sich ledonisch in seiner Gesamtheit anhört und anfühlt. Estemhem este huna kidokodehun, triashele dimere dir kasserem kaluna, da dere dir kasserem kalrena. Und was diese Zeilen bedeuten? Nun, das musst du selbst herausfinden. Ich hoffe, dieser Ausflug tief in die Geek-Zone hat dir ein wenig Spaß gemacht. Niemand muss die Namen in Kalion so lesen, wie ich es vorschreibe. Aber man kann. Und wer gut das R rollen kann, der hat schon halb gewonnen. Der zweite Teil von Kalion ist gerade erschienen. Dieses Buchprojekt hat eine lange Genesis, die nun fast 10 Jahre zurückreicht. So lange hat es gedauert, die ersten 1000 Seiten zu schreiben, eine Sprache zu erfinden, Grafiken zu erstellen, einen Verlag zu finden und vieles Fantastisches mehr. So würde ich mich natürlich freuen, wenn es auch ein Echo gibt, sei es durch Verkäufe oder durch interessante Reaktionen und Rezensionen.
Du kannst mir auf unzählige Arten und Weisen unter die Arme greifen. Zum Beispiel durch den ganzen Social Media Tango. Indem du die Kalleon-Seite auf Facebook likest, mir auf Twitter folgst, doch vor allem mich hier auf YouTube abonnierst. Wenn du Kalleon 1 oder Kalleon 2 oder gar beides, weil ich gerade so restlos überzeugend war, kaufen möchtest, so kannst du es natürlich über Amazon tun. Aber Verlag und Autor haben deutlich mehr davon, wenn du es direkt über die Verlagsseite tust. Du weißt genau warum. Das macht preislich für dich keinen Unterschied. Ich verstehe zwar, dass das mit einem gewissen Mehraufwand verbunden ist, weil jeder auf diesem Planeten bereits ein Konto bei Amazon hat, aber versuche das eher so zu sehen. Die 3 Minuten deiner Lebenszeit, die du in diesen Mehraufwand investierst und Bücher direkt über eine Verlagsseite bestellst, sind deine Förderung eines Künstlers. Du schenkst diese extra 3 Minuten, doch für uns auf der anderen Seite ist das ein deutlich spürbarer Vorteil. Ansonsten lass mich mal wissen, wenn du auf einer Convention bist. Vielleicht bin ich auch da und wir quatschen mal. Bis zum nächsten Mal.